Ja, und steht theoretisch ein komplettes Universum offen? Ich meine, das ist relativ nah, das... Was ist das? Das Black Hole in One, nicht wahr? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist. Da könnten wir hin. Die größte Frage ist natürlich bloß, kommen wir da auch irgendwie anders hin, außer zu bescheißen? Die Antwort ist eventuell nein. Ich will doch mal probieren, die Steine jetzt zu zerstören. Oh. Weil das sollte doch auch reichen, oder? Und was seid ihr eigentlich? Ihr seid so besonders. Ja, okay, scheinbar nicht. Ich dachte nur, ihr seid besonders. Ach, guck mal, da ist der Teleporter. Das heißt, das sollte funktionieren, oder? Wir schauen mal. Nee. Das funktioniert alles leider nicht. Das müsste theoretisch eine Fähigkeit sein. Oder beziehungsweise halt ein Dings. Die Verwandlung, die wir hier bekommen. Ansonsten wüsste ich da jetzt nicht, wie wir die aufsprengen sollen. Okay, mit den Teleportern wird das natürlich richtig fies. Oh, bye. Weil dadurch kommen wir halt so weit nach vorne und haben keine Ahnung, wo wir wirklich hinkommen. Das sollte uns aber jetzt, wie gesagt, ins, in dieses Dings dorthin führen. In dieses Black Hole in One. Was auch immer das ist. Es ist... keine Ahnung. Wir werden sehen. Es klingt stark nach einem Minispiel, aber was für eins? Das ist jetzt noch die große Frage. Ich meine, wir hätten hier natürlich auch hinfliegen können. Das ist halt das. Wie gesagt, das darf man jetzt echt nicht vergessen, dass wir andauernd überall hinfliegen können. Dadurch, das macht die Sache halt so unglaublich schwer, jetzt alles zu finden. Na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir davon haben. Gehen wir mal rein. Wird ja schon nicht so schlimm werden. Also wir brauchen jetzt hier wieder Energie. Schwarzes eingelocht. Ja, okay. Auf Englisch ist es witziger. Das ist echt einfach bloß Golf oder wie? Intergalaktisches Golf. Ja, ich bin mal gespannt. Und wieso sind hier nur Frösche? Oh Gott, nein, es ist wirklich intergalaktisches Golf. Ich habe so überhaupt keine Lust darauf. Also, es ist cool, aber es wird so schwierig. Bug, willkommen, werter Herr. Genau genommen, Dame und Herr. Quark, ah ja, Entschuldigung, die Nase ist nicht die attraktivste, die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Es winken großartige Preise. Weltraumgolf? Ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. Quark, so, so. Ich erkläre nur die Regeln von Weltraumgolf. Regel 1. Ihr Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilienramme. Regel 2. Befördert den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel 3. Angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden. Bei Zuwiderhandlung sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungehobelte Personen einzusetzen. Okay, was ist Sicherheitskleidung? Oh Gott. Das wird fies. Das wird definitiv... Was? Nein, das war doch keine Kraft. Was zur Hölle? Der Abschlag soll mit Kraft... Ach, Mann. Ja, toll. Schussball. Was zur Hölle? Regel 4 für Weltraumgolf. Wenn der Ball das Gebiet verlässt, wird die Runde zurückgesetzt. Ach, du große Güte. Dort unten sollen wir hin? Oh, Mann. Das wird so heftig. Hier, ich habe doch auch noch gar nicht den Schalter gedrückt. Wie merkwürdig ist das denn? Aber so ist es fast schon einfacher, muss man sagen. Nein, nein, nein. Böser Ball. Na, mal bloß so ein bisschen anzuschubsen, ist wohl am sinnvollsten. Nicht da drüber. Nein, Ball. Ach. Ja, ich weiß. Regel 4 vom Weltraumgolf. Regel 5, halt die Schnauze. Sonst spielen wir wirklich bald. Frosch im Loch. Ach so, okay. Hä, aber der Ball kommt doch... Okay, falls der Ball irgendwo blöd hängt, kann man den da wieder resetten. Ich verstehe. Das kleine Ding so... Oh Gott! Nein, 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 nein. Böser Ball, böser Ball. Okay. Wo zur Hölle ist mein Ball? Was zur Hölle tust du, Ball? Ach, Mann. Och, nö. Geht einfach mal weg von meiner Spielfläche. Gott. Was? Hat man es hier auch mit kleinen Kobolden auf der Spielfläche zu tun? Das ist furchtbar.
Okay, ich glaube, wir brauchen auch die Zeit. Das ist halt das größte Problem. Kann man da vorbeischummeln? Tatsächlich schon. Okay, das macht die ganze Sache interessanter. Komm schon. Yes! Na also, oh Gott, Sandbecken. Oh, wie gemein. Okay. Schnell raus aus dem Sandbecken. Bevor hier irgendwie... Nein, die Tore wieder zugehen. Es war so klar. Oh, wie gemein ist das denn? Vor allem mein Ball hängt halt die ganze Zeit in dieser Ecke rum. Geh weg. Ach, oh nö. Okay, das ist ultra stressig hier. Sandbecken sind immer... Wie schnell das einfach zugeht. Das ist unglaublich. Aber wenn der Ball halt mal auch mal ausgerichtet werden. Nein, du dreckiges Ding. Du hast nicht gerade den wirklich... Nein, Ball. Na ja, toll, jetzt ist das Ding wach. Ist eigentlich nicht so schlimm. Wenn dieser Ball halt nicht... Oh, er hat den Ball rübergeschleudert, aber er ist tot. Na ja, gut. Okay, wir haben schon mal ein gewisses Grundverständnis von Weltraumgolf. Es ist nur sehr, sehr ätzend. Nein, Ball. Geh darüber. Nein, nicht darüber. Ach, nö. Das wird schwierig. Das wird definitiv schwierig. Vor allem aus dem Sandbecken raus, an der Dings, an der Windmühle vorbei und dann ins Ziel. Wenn wir im Sandbecken schneller vorankommen, dann würde das gehen. Das macht die Sache halt unglaublich schwer. Okay, einfach hier entlang. Ja, da wieder in der Mitte durch. Ja, es ist damit die Mitte, ja. Okay. Feuer! Komm schon, yes, na also, perfekt. Das haben wir schön abgepasst, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Da muss ich mich jetzt einfach mal selber loben. Das war schön gemacht. Wenn es die Windmühle meinen Ball tötet, dann haben wir ein riesengroßes Problem, was es tut. Danke, Windmühle. Das ganze Level hier ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist es ja aber dann, oder? Dann haben wir es ja geschafft. Ja, ja, nein. Wir erledigen hier mal die kleinen Viecher. Oh Gott, nicht sterben. Nein, sind jetzt alle wieder da? Bestimmt, ne? Ach, natürlich. Okay, wir klären erstmal die Strecke. Weil ansonsten geht das halt überhaupt nicht. Tschüss, tschüss, tschüss und tschüss. Ihr geht weg. Kleinen Hirnviecher. Wunderbar. Die beiden können wir eigentlich erledigen. Können wir ihn auch erledigen? Wir haben die doch mal mit einem Schlag getötet. Scheinbar geht das nicht mehr so einfach. Ah. Au. Oh Gott. Ich meine, er kann meinen Ball ja auch schön rüberschleudern, aber er geht mir eher auf die Nerven. Wie viel er einfach aushält, ne? Ah. Das macht ihm halt auch einfach gar nichts. Aua. Kannst du... Danke. Kannst du mir bitte mal auf... Ach. Wir sind mir halt auch keine Schmetterlinge hinterlassen, ne? Halt gar keine. Wie können wir diese... Irgendwie muss das doch gehen, die zu zerstören. Wenn die schon so komisch da hängen, oder? Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh Gott. Ich habe da noch ein bisschen Panik hier unten. Weil das könnte auch noch extrem schlimm enden. Da ist ein Schmetterling. Na also, guck mal. Jetzt haben wir die ganze Fläche abgeklärt. Jetzt fliegen wir hier wieder nach oben. Und dann starten wir hier mal eine gescheite Runde Weltraumgolf. Ich bin gespannt, wie das läuft. Oh Gott, das wird schon... Ah, nee, es geht. Der Winkel ist gut. Der Wille ist da. Und es passt. So, dort unten jetzt gleiches Spiel. Der Ball sollte eigentlich... Ja, kommt im schlechten Winkel. Das könnte passen. Ach Gott, was für ein Winkel ist das denn? Das ist kein Winkelball.
Das ist Mist. Das könnte aber ein Winkel sein. Das ist definitiv ein Winkel. Nein, Todeswinkel! Oh Gott. Ball. Meine Güte. Das ist goldene Ding, ne? Ah, man kann ihn halt doch nicht mal anhalten. Da jetzt einfach durchschummeln. Einfach nein, 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 da rein, da rein, da rein. Ah Gott. Er hat rumgebackt. Aber da wir im Sandbecken so schnell sind, können wir uns hier jetzt halt Zeit lassen. Oh, kannst du bitte einfach mal da vorne anhalten? Einfach mal anhalten. Danke. Jetzt da reinschubsen. Da reinschubsen, da reinschubsen. Yes! Na also. Ah, jetzt bloß noch ins Ziel rollen. Wieso sind die Dinger wieder da? Geht weg. Das ist mein Ziel. Ich mache einfach alle platt mit dem Ball. So, wir haben noch 1,5 Minuten Zeit, um diesen Ball dort jetzt irgendwie reinzumanövrieren. Was auch nicht ganz so einfach ist. Na also. Oh Gott. Mark, wir haben da wohl einen Gewinner. Das haben wir wohl. Kommt und holt auf dem Weg nach draußen euren Gewinn ab. Werden wir tun. Oh, meine Güte. Das war aber cool. Also, Weltraumgolf war jetzt eine coole Sache. War zwar dementsprechend fies, aber witzig gemacht, definitiv. Also, es war jetzt nicht so gemein, dass man es nie hätte schaffen können. Ach Gott, ich bin jetzt bloß froh, dass wir es erledigt haben. Das hätte auch noch länger dauern können. Wie gesagt, dieser Ball ist halt sehr schwierig zu steuern. Okay, wunderschön. Hast du noch irgendwas anderes zu sagen? Quark, denk daran, der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen dem... Ja, muss er nicht. Scheinbar ja nicht. Okay, schnell raus hier. Das war echt gemein. Okay, was kommt als nächstes? Ich weiß es nur nicht genau. Wo gehen wir als nächstes hin? Ein bisschen was würde ich hier noch machen. Ich meine, wir sind ja gerade schon so auf dieser Mittelplattform, wo wir scheinbar an ziemlich viele Orte hin können. Die größte Frage ist halt bloß, was sind das für Orte? Das ist halt so, schwierig. Wo zum Beispiel kommen wir hier jetzt hin? Dorthin geht es ja auch noch entlang. Da kommen wir zu der Insel. Ist das eine abgeschlossene Insel? Ah, da ist Rextor auf jeden Fall. Sollen wir Rextor gleich machen? Können wir eigentlich. Komm. Wir schauen uns mal die Insel an. Okay. Was haben wir hier Schönes? Hoffentlich auch mal ein paar Pages, weil die sind bisher noch so ein bisschen ausgeblieben, ne? Das ist bisher noch nicht so viel gewesen. Das verbindet aber nicht mit dem Aufzug, oder? Ah, doch tut es. Nee, tut es nicht. Ach Gott, ihr schon wieder. Was zur Hölle wollt ihr denn? Wieso seid ihr im Weltraum? Wie, ich muss euch wieder irgendwo hinfliegen. Was willst du? Grüße, Reisende. Gerüchten zufolge ist auf dieser Insel ein großartiger Schatz versteckt. Wenn ihr ausfindet, wo das Gewölbe ist, teile ich 60-40 mit euch. Das Gewölbe? Was für ein Gewölbe? Das hier sieht mir sehr suspekt aus. Dein Name Rextro. Rextro bringt mir natürlich nichts ohne Spielmünze. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Herr Rextro, was gibt's Neues? Rextro ist fertig mit modernen Spielregeln. Rextro ist jetzt klar, dass es in Ordnung ist, altmodisch zu sein. Auch wenn Fledermaus sich lustig macht, Rextro glaubt doch immer an sich selbst. Ja klar, Blockschädel, alte Computerfiguren wie du haben kein Ich-Bewusstsein. Warum überspringst du nicht den Teil mit den Spielautomatenmarken? Warum überspringst du den Teil mit den Spielautomatenmarken nicht einfach? Oh ja, ihr habt die Spielmünze der Welt? Wir haben die Spielmünze noch nicht, Rextro. Wir kommen wieder, sobald wir sie gefunden haben. Gemacht. Die wird doch hier bestimmt auf der Insel sein, oder? Vielleicht ist der Schatz ja sogar die Spielmünze. Wir schauen. Ach, ihr seid alle hier. Das ist natürlich interessant. Mampf, Mampf. Ihr habt hier irgendwo ein Schatzgewölbe gesehen? Meine Suche war bisher reichlich ermüdend. Mampf, Mampf. Wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich das Gold 70-30 mit euch. Na gut, der eine teilt 60-40, der andere 70-30. Klingt schon mal nach einem guten Preis für uns. Okay. Wo haben wir das hier? Wie gesagt, könnte natürlich vielleicht auch die Spielmünze sein. Wir werden sehen. Wieso fliegt... Oh Gott, die quallen jetzt an Land. Na, großartig. Das hier sieht man nach einer alten Hütte aus, nicht nach einem Schatzgewölbe. Vielleicht ist da ja noch jemand drin. Okay.
Steine. Steine sind immer so ein Problem. Wir brauchen theoretisch noch eine Sprengfähigkeit, habe ich das Gefühl. Wo zur Hölle kommen wir denn hier hin? Das sieht mir nicht gut aus. So ein Totenschädel ist meistens eine schlechte Sache. Oh, hallo, ihr sucht auch nach dem Schatzgewölbe. Wenn ihr Informationen bezüglich des Standorts habt, teile ich die Beute 50-50 mit euch. Das ist doch mal ein faires Angebot. Das nehmen wir. Oh, Spielmünze. Wieso versuche ich mich hier hoch zu cheaten? Wir können fliegen. Wir haben alle Fähigkeiten der Welt. Wir können hochfliegen und uns das Ding ja, fast elegant holen. Okay, Schatzgewölbe. Tja, auf diese Insel irgendwo. Wo soll denn das sein? Hier? Nö. Hätte ja sein können.